Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute ist schon der 3.12. Ich finde, es geht wahnsinnig schnell rum. es ist jetzt schon Abend. Oder Abend, es ist schon so dunkel draußen. Wir haben jetzt 5 Uhr nachmittags. Heute ist ein sehr gemütlicher Tag bei uns. Hier läuft irgendwie heute Nachmittag nicht so viel. Wir kommen uns auch alle irgendwie nicht gut aus dem Pötten, habe ich so das Gefühl. und deswegen komme ich auch jetzt erst dazu, mit euch Türchen Nummer 3 auszupacken. Und heute hat Clara mir eine kurze Notiz geschrieben. Buch 3 ist ein Thriller, in dem etwas Spezielles gesammelt wird. Und ich habe viele Thriller auf der Wunschliste. Ich müsste mal gerade überlegen, was etwas gesammelt wird. Ich weiß, dass bei Gillian Hoffman, meine ich, auch in einem der Bücher etwas gesammelt wird. Dann habe ich Hannibal Lecter auf der Wunschliste? Nee, ich glaube nicht. Was mir einfällt, ich habe der Tattoo-Sammler auf der Liste. Da wird ja auch was Spezielles gesammelt. Ja, das wäre auch so mit, glaube ich, das Neueste. Also ein neuerer Thriller, der da drauf steht. Mit der neueste Thriller, würde ich fast sogar behaupten. Und ansonsten, wo etwas gesammelt wird, wird nicht bei der Fourth Monkey-Reihe, werden da nicht auch, aber die werden nicht gesammelt, die Dinge, sondern die werden den Verbliebenen irgendwie zugeschickt. Ne? Das ist, glaube ich, dann doch nochmal was anderes. Ja, wir packen mal aus, wir gucken mal, was es geworden ist. Das ist immer schwierig, wenn das so ein Genre betrifft, wovon man so viel auf der Wunschliste stehen hat. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, was ich vergessen habe. Ihr habt euch gestern gewünscht, ob ich nicht mal so ein Fensterbild zeigen könnte. Und wisst ihr, was ich mache? Ich mache es anders. Ich versuche mal, euch ein bisschen vlogmäßig am Wochenende mitzunehmen und zeige euch einfach mal, wie das gemacht wird. Das wäre doch cool, oder? Und dann seht ihr dann auch die Vorlagen. Dann müsste ich wahrscheinlich nur mit der Biene Brändle absprechen, ob das okay ist, datenschutzrechtlich gesehen, ob ich das zeigen darf. Und dann mache ich euch da so einen Vlog draus und zeige euch auch nochmal, wie das gemacht wird. Das wäre doch auch eine coole Sache. Ah, ich glaube, wir haben richtig gelegen mit unseren Vermutungen. Der Tattoo-Sammler von Allison Belsham. So sieht das aus. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich mega drauf. Unheimlich und süchtig machend. Er holt sich, was er will. Du stehst auf seiner Liste. Finde ihn, bevor er dich findet. Als die Tattoo-Künstlerin Mani Mullins in Brighton eine blutige Leiche entdeckt, ist ihr erster Impuls, den schrecklichen Anblick so schnell wie möglich zu vergessen. Aber das ist unmöglich, denn nach einem zweiten grausamen Mord bittet Detective Francis Sullivan sie dringend um Hilfe. Der Serienkiller schneidet seinen Opfern Tattoos vom Leib und Marnies Kenntnis der Szene in Francis ist Francis' beste Chance, den brutalen Mörder zu identifizieren. Doch Marnie will mit einem schlimmen Vorfall in ihrer Vergangenheit nie wieder mit der Polizei zu tun haben und beschließt, den Tattoo-Sammler selbst zu jagen, bevor ein weiterer Unschuldiger Opfer seiner scharfen Messer wird. Ach, bevor ein weiterer Unschuldiger Opfer seiner scharfen Messer wird. Ich dachte gerade, ein weiterer unschuldiger Opfer. Was ist das für ein Satz? Ich habe manchmal Schwierigkeiten. Ich habe das auch manchmal mit der Silbentrennung. Kennt ihr das? Das ist total gruselig. Dieser Thriller geht unter die Haut. Ja, und ich finde, das klingt mega gut. Und freue mich da schon riesig drauf. Der steht schon seit Erscheinen auf der Liste. Wir gucken mal, wann ist der denn noch mal rausgekommen? 2020, welcher Monat steht jetzt nicht hier? Ja, aber das könnte richtig gut werden.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Clara. Das war genau ein Griff ins Schwarze. Ein Griff ins Schwarze. Ist auch interessant. Wie sagt man das denn nochmal? Ich habe irgendwie, die Wörter sind so, wir lassen das besser für heute. Dieser Tag hier wird so weitergehen, wie er angefangen hat, befürchte ich. Ja, ich werde dann mal gucken, wenn wir jetzt weiter ausmalen und ausschneiden und beölen, hole ich euch mal ein bisschen mit und mal gucken, was wir sonst noch so machen. Ich habe noch so ein paar coole Sachen vor. Ja, mal gucken, wie ich das schaffe, euch da vielleicht immer so ein bisschen mitzunehmen. Genau, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es euch gemütlich. Ja, wir machen jetzt den Ofen an und schütten uns eine Kanne Tee auf und mummeln uns was gemütlich ins Wohnzimmer. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Macht's gut, bis morgen.